Und jetzt kommen wir noch zu Datenüberprüfung und zum S-Verweis. Datenüberprüfung, das ist ein Vorgang, in dem überprüft wird, ob die Daten dürfen überhaupt eingetragen werden. Ich mache da Plus, da brauche ich so etwas. Und jetzt bei Ländern. Länder sind eingetragen. Gell? Und jetzt muss ich zurück schnell auf zusätzliche, auf die freiwillige sozusagen Arbeitstabelle gehen. Länder für Extrablatt freiwillig. Hier habe ich Informationen über Land, über Währung und über Wechselkurs. Das sind genau die Informationen, welche ich brauche. Klick. Ich gehe zurück zu Datenüberprüfung S-Verweis. Und jetzt, ich will über Land überprüfen und dann Währung sollte automatisch erscheinen. Ich mache S-Verweis und ich sage S-Verweis, suche nach diesem Land. Semikolon. Und der Computer fragt, gut, ich suche, aber wo? Ja, hier. Hier, in diesem Blatt. Aber wo? Ja, in Spalte A, B, C. Zack, ich gehe in Schreibbereich, mache Semikolon. Und jetzt wichtig ist, gesucht wird nur in der ersten Spalte. Also er wird nach Italien in der ersten Spalte suchen. Und dann sagt er, okay, gut, wenn ich Italien finde, was brauchst du? Brauchst du Euro oder brauchst du Wechselkurs? Ich sage, ja, ich brauche Wechseln, ich brauche Euro, also Währung. Das ist zweite Spalte und ich muss einfach Nummer 2 schreiben. Semikolon. Und jetzt kommt so der Händler. Jetzt kommt, ja, muss das genau der Preis sein? Muss genau Italien sein? Kann das nicht Griechenland sein? Ich sage, nein, nein, es muss genaue Übereinstimmung geben. Klick, klick. Es erscheint falsch. Falsch heißt genaue Übereinstimmung. Und wenn ich Enter drücke, es kommt Euro. Hätte ich jetzt da Schweden genommen, so wären schwedische Kronen. Hätte ich da Schweiz genommen, wäre Schweizer Franken. Hätte ich oder nehme ich Italien, so kommt Euro. Ich mache das noch einmal, nochmal. Gleich S-Verweis, Klammer auf. Klick auf Suchkriterium, Semikolon, Datenbank, Schwupps, A bis C markieren, Semikolon. Ich brauche Währung, also zweite Spalte, 2 geben, Semikolon und dann auf genaue Übereinstimmung Doppelklick, Klick, Klick. Es muss falsch erscheinen. Enter und ich habe die kroatische Kuna. Eigentlich kann ich das mit Doppelklick automatisch übernehmen. Das gleiche mache ich da mit Kurs in Schweizer Franken. Ich sage S-Verweis, schau mal beim Land, Semikolon, gehe auf die Datenbank oder Datenbereich A bis C, Semikolon und gibt uns Inhalt aus der dritten Spalte. 3. Semikolon und zwar es muss genau Land muss genau übereinstimmen mit dem Inhalt in Spalte A. Klick, klick und Enter. Und ich habe Wechselkurs in Schweizer Franken. Klick, klick und das funktioniert. Ich hab's. Wenn ich jetzt zum Beispiel statt nach Wien nach Warschau würde gehen. Warschau. Schwupps, dann hätte ich hier Übernachtung nicht in Österreich, sondern in Polen. Und jetzt automatisch kommt statt Euro, kommt der Zloty und der Wechselkurs von Zloty. Eigentlich coole Sache. Habe ich einen Lieferant, zum Beispiel, jetzt Eingabe Lieferant, dann soll seine Telefonnummer automatisch da kommen. So, Österreich.
und es ist okay. Also da gibt es S-Verweise. S-Verweis nimmt ein Wert, zum Beispiel Land, geht in die Datenbank, sucht in der ersten Spalte vom markierten Bereich nach dem Land und gibt Wert 2, zweite Spalte 3, dritte Spalte 4, vierte Spalte und so weiter. Vierte Spalte oder dritte Spalte, zweite Spalte vom markierten Bereich. Das sind die S-Verweise und die sind sehr, 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 sehr populär. Jetzt muss ich noch etwas anderes zeigen, aber ich blende da die Zwischenwerte aus. Jetzt habe ich hier Bearbeitung und jetzt schaut mal, klickt drauf und da kommen Abkürzungen vom Sachbearbeiterinnen oder Sachbearbeiter. Wie passiert so etwas? Wie kann ich hier Sachbearbeiter aus dem Blatt Personal abprüfen? Da Kürzel. Relativ einfach. Ich könnte jetzt zum Beispiel da auf S-Verweis gehen. Ich überschreibe die Zelle. Auch Rahmen mache ich, damit es korrekt wird. Zack. Und jetzt, damit ich so einen Pfeil hier bekomme, muss ich auf Daten gehen. Im Datentools-Bereich muss ich auf Datenüberprüfung sausen. Und jetzt sehe ich, dass hier im Moment in dem Feld ist absolut jeden Wert, alles ist zugelassen, alles ist erlaubt, jeden Wert. Klicke drauf und ich sage, ich brauche eine Liste hier. Also Werte aus einer Liste dürfen eingetragen werden. Und der fragt Computer, wo sind diese Werte? Ja, die sind hier beim Personal in Spalte G. Oder noch konkreter gesagt, G2, G6. Okay. Und jetzt kommen tatsächlich diese Werte zur Auswahl. Nicht schlecht. Das ist eben Datenüberprüfung.